Hallo und willkommen zum Wort der Woche. Heute wieder aus Bargeshagen, heute wieder mit Christian Held. Hallo. Und wir sind kurz davor, vor dem Spiel des Jahres gegen Alba Berlin. Aber bevor wir zum Spiel der Spiele aus Vereinssicht der Rostock Sivos sprechen, kurzer Rückblick auf das Spiel gegen Göttingen. Am letzten Sonntag war es 95-92 Auswärtssieg. Es war ja ziemlich dramatisch am Ende. Was für eine Lehre habt ihr daraus gezogen? Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ich glaube, es war so ein bisschen ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Also wir haben in allen Spielen ja ähnlich gespielt. In allen Spielen geht es darum, konstanter zu werden und eben auf einen längeren Zeitraum unser Spiel abrufen zu können. 4 Siege aus 4 Spielen, damit hätten wohl die allerwenigsten gerechnet. Jetzt geht es zum wirklichen Spitzenspiel gegen Alba Berlin am Sonntag. Das Spiel ist seit Tagen ausverkauft. Die Euphorie bei den Fans ist ungebrochen. Für euch ist es, haben wir schon im Podcast auch darüber gesprochen, ein Spiel wie jedes andere. Dabei bleibt es, oder? Ja, also für uns ist immer das nächste Spiel das Spiel des Jahres, um auf deinen Wortwahl zurückzukommen. Von daher, das ist das Schöne. Jeder Spieltag ist für uns ein Feiertag und von daher freuen wir uns riesig. Genau, für die Fans vor ausverkauftem Hause natürlich das, wie gesagt, Spiel des Jahres. Alba Berlin musste am Donnerstag noch in Valencia antreten. Ist das vielleicht ein kleiner Vorteil, dass wir volle Kulisse haben auf unseren Rängen? Oder siehst du da irgendein Team im Vorteil? Also ich glaube schon, dass es unglaublich entscheidend sein wird, dass wir die Halle hinter uns bringen, dass es sehr laut sein wird. Gerade wenn wir dann ins Laufen kommen, glaube ich, kann uns das helfen. Dass Berlin jetzt Donnerstag in Valencia gespielt hat, macht keinen Unterschied. Also das sind die gewohnt, dafür haben die den Kader. Das ist völlig egal. Kriegt ihr hier als Mannschaft, gut, hier sind wir in Bargeshagen, ein bisschen abgeschottet von der Innenstadt, aber kriegt ihr irgendwie was von dem ganzen Hype um das ganze Spiel irgendwie mit? Also wie geht ihr damit um? Kriegt ihr da was aus den Tagespressen, aus den Medien? Ja, also ich glaube, das kann man nicht mitkriegen. Da müsste man schon sehr ignorant sein. Natürlich kriegen wir das mit, aber ich meine, es ist wie immer. Für uns geht es nur darum, dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Das Ganze ist mit Sicherheit gerade aktuell schön, das auch mitzunehmen und das auch zu genießen in gewissen Bereichen. Aber wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, auf unser Spiel konzentrieren und alles andere ist für uns dann nicht entscheidend. Sonntag 18 Uhr geht's los. Wie gehst du so in so einen Spieltag? Also wie sehen die Stunden bei dir vor so einem Spiel aus? Immer relativ ähnlich. Also wir haben morgens Shootaround, da fahre ich hin, dann bereiten wir uns aufs Spiel vor, wir gehen die Dinge nochmal durch, die am Abend wichtig sind. Dann gibt es ein kurzes Mittagessen zu Hause und dann beginnt meine Spieltagsroutine. Dann mache ich mich fertig fürs Spiel und meist so 2 Stunden vorher bin ich dann auch in der Arena. Genau, 2 Stunden vorher geht auch schon das Spektakel vor der Stadthalle Rostock, vor der Wolfshöhle am Sonntag los. Also seid rechtzeitig dabei, um 16 Uhr auf dem Vorplatz der Stadthalle, 16.30 Uhr öffnen die Tore am Ostbahnspieltag. Wir haben ganz viel vorbereitet für euch da draußen, was ihr vielleicht weniger mitbekommt, aber für die Fans umso mehr das Highlight ist und das Spiel ist sowieso packend von der ersten Sekunde an. Wir freuen uns drauf, ihr freut euch drauf, wir freuen uns drauf. Also das Schlusswort gehört dir heute, Christian. Worauf freuen wir uns ganz besonders? Ja, wir freuen uns natürlich auf eine gute Atmosphäre in der Stadthalle und wir werden auf jeden Fall alles geben, um am Ende eine Chance zu haben, das Spiel vielleicht zu gewinnen zu können. Vielen Dank und wir sehen uns alle in der Wolfshöhle am Sonntag oder bei Magenta Sport. Bis dann.